Genau, hallo. Genau, Urs Mauck, hier vom Tempelhof, Gärtner. Ja, Herausforderung, die Zeit. Genau, ein doch, wenn wir ins Detail gehen, sehr komplexes Thema. Mal kurz angeschnitten. Keyline-Design. Gestern bei der Führung schon öfters mal der Keyline-Plau als Stichwort gefallen und Keyline-Design und so. Was ist das? Es ist ein System, das wurde in den 50er Jahren von P.A. Yeomans in Australien entwickelt. Die Herausforderungen, vor denen er stand, waren Trockenheit, Waldbrandgefahr, schlechte Bodenfruchtbarkeit und da hat er sich rangemacht, was zu ändern. Hier sehen wir ein Bild von seiner Farm in fertig entwickeltem Zustand, bildgeprägt von verschiedensten Wasserrückhaltebecken, die zur Bewässerung genutzt wurden und eben dem sogenannten Keyline-Bearbeitungsmuster. Keyline-Design, ein Planungsinstrument für Landschaftsgestaltung mit einem starken Fokus auf Wasser. Die Grundlage, die von ihm entwickelte Skala der Dauerhaftigkeit, wo wir auf der Y-Achse die Beeinflussbarkeit von leicht nach schwierig und auf der X-Achse die relative Dauerhaftigkeit von gering nach hoch, höher sehen. Das heißt, Klima schwierig zu beeinflussen und von hoher Dauerhaftigkeit, wohingegen Böden, haben wir ja heute auch schon gehört, leicht zu beeinflussen, aber auch ganz schnell wieder kaputt. Ich fange mit dem Punkt Klima an. Da geht es zum einen um das geografische Klima, Jahrestemperatur, Niederschlag und Vegetationsphase. Auch heute schon irgendwie immer wieder durchgeklungen, ganz wichtig eben das gesellschaftliche Klima, in dem wir arbeiten und noch viel wichtiger das Klima im Kopf, sowohl von den Menschen in unserer Umgebung als auch von den Menschen, die sowas umsetzen wollen oder können. Zweiter Punkt, die Topografie, die als Grundlage dazu dient, wie ich die Landschaft gestalte. Wir haben, wenn ihr mal eure Faust macht, so, dann haben wir hier oben den Main Ridge hier oder Hauptgrat und davon abgehend die Primärgrade bzw. das Primärtal. So sieht es dann in der Landschaft aus, also hier oben Hauptgrat, Primärgrade und Täler. Und dieses Muster wiederholt sich immer wieder, vom großen Gebirgskamm bis hin hier um die Ecke. Der Hauptpunkt, worum es beim Keyline-Design geht, ist eben Wasser. Wie können wir die nutzbare Wassermenge steigern? Zum einen, heute auch schon angeklungen, Boden bedeckt halten, also lebende Pflanzen, Mulch, wie auch immer. Die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens erhöhen, durch Humusaufbau zum Beispiel, aber eben auch die Geografie dazu nutzen, Wasser zu sammeln und zu speichern. Dazu an geeigneten Stellen Dämme, Teiche bauen und zur gleichmäßigen Wasserverteilung eben ein angepasstes Bearbeitungs- bzw. Pflanzmuster. Wie fließt Wasser? Wir haben, jetzt seht ihr es, hier ist quasi der Grat, hier das Tal, wir sehen die Höhenlinie oder Kontur, also alle Punkte, die auf dieser Linie liegen, in gleicher Höhe. Klar, Wasser fließt vom Grat ins Tal, also Täler feuchter als oben auf dem Berg. Wie können wir das ändern, also die Wasserverteilung gleichmäßiger gestalten? Da hat P.A. Yeomans den sogenannten Keypoint, gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein, das ist ein bestimmter Punkt in der Landschaft identifiziert und eine sogenannte Keyline, das ist die Höhenlinie, die durch diesen Punkt geht und ich kann mir ein Bearbeitungsmuster bzw. Pflanzmuster an dieser Linie orientieren. In der Permakultur sehr beliebt, wir arbeiten auf der Höhenlinie, seht ihr schon, wenn ich dieses Muster aufnehmen, dann habe ich dauernd unterschiedliche Bearbeitungsbreiten. Ist in der klassischen Landwirtschaft eher kompliziert, weil wir haben Maschinen, wir wollen natürlich gleichmäßige Bearbeitungsbreiten. Das heißt, hier jetzt wieder
Seht ihr den Punkt? Also die Linien, wieder die Kontur und wir haben eben das Tal, Gefälle immer von oben nach unten in beiden Grafiken. Hier den Keypoint angegeben und die Keyline. Und das sind Bearbeitungsmuster, könnten auch Baumreihen sein. Das ist je nachdem, wie groß die Skala jetzt ist, könnte es auch ein Agroforstsystem sein. Was wichtig ist, ich gehe von der Keyline aus und sehe, ich habe konstante Bearbeitungsbreiten und ein Gefälle, wenn hier oben ist, da unten, seht ihr in diesen Bearbeitungslinien ein leichtes Gefälle nach unten. Hier kommen wir dann quasi auf den Grat, auch hier ein Gefälle. Dadurch bekomme ich das Wasser aus dem Tal wieder auf den Grat verteilt. Dazu können Bearbeitungsmuster dienen oder sogenannte Keyline-Swales, Gräben oder kleine Hügel, die mir Oberflächenwasser bei Starkregenereignissen auffangen, dieses Wasser wieder in der Landschaft verteilen, einsinken oder zur passiven Bewässerung durch Unterteilung. Ich flute den, habe meinen Teich, flute den Graben, lasse das Wasser überlaufen, habe ohne Pumpe eine leichte passive Bewässerung. Wie kann das in der Praxis aussehen? Das ist New Forest Farm von Mike Shepard in den USA. Wir haben hier ist der Grat, Gelände fällt ab in die beiden Richtungen. Wir schauen uns den Bereich hier näher an. Wir haben hier sogenannte Keyline Swales oder auch einfach nur kleine Hügel, die bepflanzt sind, wo Wasser von hier nach hier vorne verteilt wird, wenn es ankommt. Und zwischendrin konstant breite Bearbeitungsmuster, Flächen, die für Ackerbau, Grünland, wie auch immer, genutzt werden können. Also tendenziell hier trockener als hier. Wie kriegen wir das Wasser von hier nach da? Es kommt hier an und wird wieder hier auf den Grat verteilt. Wie gesagt, ich muss da jetzt relativ schnell drüber. Wird wahrscheinlich viele Fragen aufwerfen. Zur Planung weiter. Ich gehe von hier nach da in meiner Planung. Das heißt, ich integriere in die Gestaltung der landwirtschaftlichen Fläche Straßen mit ein. Sie können sehr gut dazu genutzt werden, Wasser zu sammeln und gezielt zu leiten. In Deutschland ein bisschen schwierig, weil wir schon so viele Straßen haben. In Australien, wo ich irgendwie mal 1000 Hektar ohne Straße unter Umständen habe, habe ich da noch mehr Spielraum. Von Burkhard gerade schon gehört, die vielseitigen Nutzen und Vorteile von Bäumen, auch die mit in der Betrachtung mit drin. Grundstücksunterteilung, Gebäude, auch zum Wassersammeln bzw. als Planung für die für den gesamtlandwirtschaftlichen Betrieb, wo setze ich ein Gebäude sinnvoll hin in Abhängigkeit von dem Gelände. Grundstücksunterteilung als begrenzende Faktoren und als Achterpunkt, auf den ich noch näher eingehe, eben den Boden als sehr leicht veränderbar, aber von kurzer, relativer Dauer. Eine Möglichkeit zur Bearbeitung, der sogenannte Keyline-Plow, wer gestern bei der Führung dabei war, kurz in live gesehen, leider sehr hell hier. Ein partieller Tiefenlockerer, der dazu gemacht ist, in lebenden Beständen zu arbeiten. Wie sieht so eine Bearbeitung aus und welchen Effekt hat sie? Jahr 1, in dem Beispiel 2 cm gut belebter Oberboden, eine Tiefenlockerung bei 6 cm. Durch Wurzelung und Stabilisierung durch die lebende Wurzel. Jahr 3, parallel versetzt, Tiefenlockerung auf 12 cm. Wiederum Stabilisierung und Durchwurzelung durch die lebende Pflanze. Jahr 4, Tiefenlockerung parallel versetzt, 18 cm. Wiederum Stabilisierung durch die Pflanze. Oberbodenvertiefung 16 cm in 4 Jahren. Welche Funktion? Eben Leiten und Speichern von Wasser. Dadurch, dass das Wasser in den Lockerungsschlitzen leichter fließt als an anderen Stellen, kann ich Wasser wieder verteilen.
Dadurch langsamer Wasserabfluss durch eine bessere Infiltration, Erosionsminderung. Gesamtwassermenge, nutzbare Wassermenge in der Landschaft erhöht, dadurch Abpufferung von Wetterextremen. Grundwasserspeisung durch bessere Infiltration und weniger Oberflächenwasserverlust aus der Fläche. Aber für mich einer der wichtigsten Punkte, mehr Aktivität an der Grenze von Oberboden zu Unterboden. Und dadurch kommt der Effekt zustande, dass wir die Oberbodenvertiefung Stück für Stück erreichen. Unterstützende und potenzierende Elemente, nur ganz kurz als Stichwort, einmal Holistic Management und speziell holistisches Weidemanagement nach Alan Savory, die komplette Soil-Food-Web-Technologie von Elaine Ingham, die Permakulturprinzipien als Planungstools, jetzt weniger die Kräuterspirale an sich, sondern das Mindset, das dahinter steckt und natürlich heute auch schon angeklungen, die lebenden Präparate wie Fermente oder heimische, selber züchtbare Mikroorganismen, Komposttee, Fermente auch speziell zur Einbringung in den Lockerungsschlitz, um den Unterboden nochmal zu beleben und zu stabilisieren und natürlich die biologisch dynamischen Präparate. Wie sieht sowas dann in der Praxis aus? Hier ein Beispiel, Grünland Agroforstsystem. Ihr seht schon, da kommt neben dem was fürs Auge noch ein weiterer, naja, also ich finde es sehr ansprechend, sagen wir es mal so. Ihr seht, weiterhin sehr gut maschinell bearbeitbar, weil Arbeitsbreiten konstant eingestellt. Auch in einem größeren Kontext ist jetzt kein ausgesprochenes Keyline-System, aber das Prinzip ist das gleiche, das Contour-Farming aus den USA, also durchaus auch in einem größeren ackerbaulichen Kontext umsetzbar. Hier ein Grünland-Agroforst-System aus Australien. Nochmal Mark Shepherd's Farm. Wir haben hier eben diese Heckenbepflanzung und zwischendrin das ist jetzt Spargel in dem Fall. Wir schauen nochmal in die Reihe rein, also zwei Reihen Gehölz und die Kultur zwischendrin. Das ist jetzt auch kein Keyline-Design, aber ich habe die Bilder trotzdem, weil sie sehr schön sind und weil wir sehen können, was passiert, wenn wir uns noch Gedanken über die Farbe der Kultur machen. Ja, so viel in Kürze. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Russ. Lädt bestimmt ein zu ganz vielen Fragen, Inspirationen. All die Stichworte, die genannt worden sind, öffnen wir den Raum für die nächsten 2 Stunden. 2 Tage. Und dann hole ich mir noch hier die 2 zur Verstärkung. Wer hat Fragen? Außer Martin, glaube ich, war es. Der hat schon so viele Fragen gestellt. Hi, Lisa bin ich. Da stand indigene Mikroorganismen. Wo erfahre ich mehr dazu? Natural Farming Hawaii. Oder Natural Farming, Google. Da kann ich was zu sagen. Es gibt einen Kollegen im Wendland, der selber indigene Mikroorganismen macht. Das heißt, der geht zum Beispiel in den Wald, macht Aufgüsse aus altem Waldboden. Er sammelt Kräuter im Garten zu verschiedenen Tageszeiten, spült die ab und hat daraus sehr wohlriechende Flüssigkeiten hergestellt, die er auch wieder auf die Pflanzen ausbringt und ebenso auch hier verwendet wie andere Mikroorganismen. Und Standort angepasst, das geht. Wir müssen nicht nach Australien fahren dafür. Das krampfhaft, es kurbelt noch, aber der kommt noch. Ich glaube, kräuterferment.de oder so ist auch Seite. Aber Dietmar weiß da auch noch mehr. Und die Fragen würden jetzt eigentlich um Keyline gehen. Nicht um indigene Mikroorganismen. Spannendes Thema, separater Impulsvortrag nächstes Jahr. Ja, Helge nochmal. Urs, ihr setzt es ja in eurer praktisch ein, in der Gärtnerei und im Ackerbau. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, wann ihr es einsetzt? Setzt ihr es in der Kultur ein oder in der Zwischenfrucht?
Also ich muss dazu sagen, wir setzen den Keyline-Flug ein, aber arbeiten noch nicht nach dem Muster. Da haben wir gerade noch, ja, da fehlt uns gerade noch ein bisschen der Mut, das so konsequent umzusetzen. Von daher ist es für uns eigentlich gerade ein Tiefenlockerer, den ich in Grünland schon eingesetzt habe und in der Gründüngung eingesetzt habe und beim Gemüse vor den Möhren zum Beispiel. Also wir setzen ihn, sagen wir mal, noch etwas unsachgerecht ein. Aber wir hoffen, wir werden bald uns einig, ob Keyline-Design in unseren Breiten überhaupt notwendig ist. Martin, ich wollte nur kurz fragen, bei welcher Wassermenge oder Niederschlagsmenge das irgendwo auch Sinn macht. Also Unterfranken kann ich jetzt mir schwierig vorstellen, aber Allgäu ist wieder ganz andere Situation. Also das Ding ist, ich kann es ja sowohl zur Entwässerung als auch zur Bewässerung in Anführungszeichen nutzen und die Frage, können wir genügend Wasser haben, wenn die Verteilung richtig ist. Ich meine, Wetterextreme haben wir alle. Mal ein trockener Sommer, da bringt jeder Liter was und diesen Effekt, dass ein Grat, also ein höherer Bereich im Gelände trockener ist als ein anderer, den haben wir egal bei welchem Niederschlag. Von daher halte ich persönlich sage, es ist in jedem Klima richtig, aber du kannst vielleicht da, hast du da eine andere Meinung, oder? Ja, umso mehr Niederschlag da ist, umso höher ist das Potenzial zum Bodenaufbau. Durch Beweidung und dann auch noch Keyline-Flug-Unterstützung ist halt bei mehr Niederschlag umso mehr Potenzial. Ja, und dadurch, dass wir den Oberboden vertiefen und generell die Wasserinfiltration erhöhen, kriege ich meinen Niederschlag auch besser in den Boden rein und dann geht er auch besser nach unten wieder weg, weil das ist ja das Ding. Wenn ich einen gut durchlässigen Boden habe, dann kann ich 1200 mm Jahresniederschlag haben und trotzdem noch auf die Fläche kommen. Aber wenn ich einen vollgesetzten Boden habe mit Verdichtungshorizonten, dann bleibt es halt oben immer feucht. Und dann habe ich vielleicht bei 600 mm schon Probleme. Fragen? Sind noch welche da? Maren, hallo. Ich habe es an der einen Stelle nicht ganz verstanden, wie es jetzt gemacht wird in der Theorie und Praxis, auf der Höhenlinie zu arbeiten und eine gleichmäßige Arbeitsbreite zu behalten. Ja, das ist genau der Clou am Keyline-Design, dass wir uns nicht an den Höhenlinien per se orientieren, weil dann haben wir genau das Problem, dass wir unterschiedliche Arbeitsbreiten haben, sondern wir suchen uns die Keyline oder eine Ersatzlinie, wenn kein Keypoint bei uns auf dem Gelände ist, und nehmen die als Konstante an und sagen, okay, von dort immer 18 Meter oder immer 50 Meter oder was auch immer. Und dann habe ich ein konstantes Bearbeitungsmuster und auch konstante Arbeitsbreiten. Das ist der Unterschied zum in der Permakultur, wo wir an den Höhenlinien arbeiten, ist Keyline-Design dafür entwickelt für große Betriebe oder Betriebe, die maschinell arbeiten wollen. Letzte Frage. Ist verständlich? Also es ist nicht direkt auf der Höhenlinie. Nein, das ist eben das ist der Punkt. Ich bin in der Keyline bin ich auf dieser Höhenlinie und ab da weicht es davon ab. Allerdings mit einem leichten Gefälle Richtung Grat und dadurch kriege ich das Wasser vom Tal, wo es feucht ist, auf die trockeneren Stellen verteilt. Hallo. Hallo. Gerrit nochmal. Also ich kenne das aus meiner Kenntnisse von essbarer Wälder in Israel eigentlich und mit verschiedenen Sachen, die auch ähnlich zu traditioneller palästinensischer Landwirtschaft, also von einem Bauern, der ich kennengelernt habe. Und ich wollte fragen eigentlich, ob du eine Projekt, der das macht, kennst, so persönlich oder so. Ich persönlich nicht, aber da möchte ich auf Niklas verweisen, der ist öfter schon in Norwegen gewesen, Richdale Farm, und hat sich mit dem ganzen Thema deutlich mehr beschäftigt als ich. Gut, dann vielen Dank nochmal, Russ.